Ich habe vor kurzem zwei Videos veröffentlicht, das eine über das Abflachen im Golfschwung und das andere über die parametrische Acceleration. Und da ist sehr, sehr viel positive Rückmeldung gekommen von euch, aber auch einige Rückfragen. Und ich möchte jetzt in diesem Video darüber sprechen, wie das ganze System mit dem Abflachen und mit der parametrischen Acceleration genau funktioniert. Die Frage ist nämlich, warum ist das wichtig? Das ist die erste Frage, was viele sich stellen. Warum ist das wichtig, dass man das macht? Der Grund, warum man das alles machen soll, ist deswegen, damit man passive Kräfte erzeugt, um mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit zu erzeugen und damit man ohne Probleme den Schlägerkopf wieder gerade zum Ball bekommt. Und ich zeige dir dann zum Schluss den Turbo Boost Drill, ein sehr, sehr toller Drill, damit wir all diese Sachen so ein wenig vereinen, damit du lernst, das Beste aus dir rauszuholen. Hallo, mein Name ist Christoph Bausek und ich bin PGA Professional im Golfclub Linz St. Florian in Österreich. Auf meinem Kanal geht es um Golf und darum, wie du dein Golf verbessern kannst. Und wenn du das möchtest, würde ich dich bitten, hier unten meinen Kanal zu abonnieren und die Notifikationsglocke daneben anzuklicken. Das ist ganz wichtig, damit wir uns in Zukunft nicht mehr versäumen. Der anerkannte Biomechaniker Sascha McKenzie hat einmal ein Modell präsentiert, als er quasi erklärt hat, wie der Golfschwung funktionieren könnte, wenn man keine rechte Hand als Rechtshänder im Golfschwung dabei hat, also wenn die hintere Hand nicht dabei ist. Und zwar hat er das so simuliert, dass er gesagt hat, okay, der Golfer schwingt auf, gibt den Arm jetzt weg. Jetzt hat er eigentlich im Prinzip drei Bewegungen, die er machen kann. Und zwar die erste ist, er kann den Torso drehen, also den Oberkörper rotieren. Das zweite, was passiert, ist, dass die Arme sich senken, also der linke Arm geht von der Brust weg sozusagen. Und das dritte, was passiert ist, dass das Handgelenk entwinkelt. Ja? Und wenn man diese drei hier verbindet, etwas drehen, Arm senken und entwinkeln, dann siehst du, dass ich jetzt mit der Seite des Schlägers hier zum Ball zurückkomme. Das heißt, bestenfalls den Ball am Schaft treffe. Und das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Das heißt, wir brauchen irgendeine Form von Rotation noch im Schwung, wo der Schläger hier sich wieder auf gerade stellt. Und normalerweise kann man ja das auf mehrere Arten und Weisen machen. Man kann zum Beispiel das über den linken Arm machen, dass man den linken Arm einfach das Ganze dreht. Das nennt man eine Supination. Man kann das über die Muskulatur des rechten Arms machen, über diese Bewegung sozusagen, über das Strecken des Ellbogens und über die Pronation. Keine Frage. Aber du darfst eines nicht vergessen. Wenn du hier bist, kurz vorm Treffmoment, also wenn der Schaft parallel zum Boden ist, dann zeigt der Schläger ja fast aufrecht noch in die Luft hinauf. Ja, das ist also, er ist nicht so, sondern er ist ja eher noch in dieser Position. Und jetzt musst du in dieser Phase ca. 60 Grad Supination in 0,04 Sekunden ungefähr, sagt Dr. McKenzie, absolvieren, damit du den Schlägerblatt überhaupt gerade hinbekommst. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass das sehr, sehr schwierig ist, das über die Muskulatur zu timen, beziehungsweise überhaupt zu machen. Das heißt, wir brauchen dazu passive Kräfte, die uns dabei unterstützen, diesen Square-Prozess zu machen. Und auch natürlich dann, um auch hohe Geschwindigkeiten zu erreichen. Weil wenn du nämlich irgendwann mal über 100 Miles per Hour schwingen willst, deinen Driver, dann wirst du das nicht über deine Hände und Arme allein schaffen, sondern da müssen irgendwelche Kräfte auch noch wirken. Und darum sprechen wir jetzt eben ganz genau. Bitte vergiss nicht, da gibt es am Schluss einen Drill, den Turbo Boost Drill, den du dir unbedingt anschauen solltest, wo du all diese Sachen lernen wirst, die ich dir jetzt sage. Aber ich möchte trotzdem, dass du das alles jetzt hier genau verstehst, worum es geht. Weil wenn du dieses Prinzip verstehst, dann tust du dir einfach leichter auch diese Übung umzusetzen und das auch später in deinen Golfschwung einzusetzen. So, schauen wir uns mal an, noch einmal, worum es hier genau geht. Wenn wir jetzt hier aufschwingen, ja, dann haben die Hände eine gewisse Ebene, auf die sie schwingen. Das nennt man den Handpfad. Normalerweise ist es so, dass die Hände zuerst ein klein wenig ziemlich gerade hinuntergehen. Ich sage nicht ganz gerade hinunter, aber ziemlich gerade hinuntergehen und dann kurven sie ein bisschen in diese Richtung. Damit man sich das leichter vorstellen kann, werde ich dir das jetzt hier vorzeigen mit diesem, ja, mit diesem Alignment Stick hier, dass wir uns das einfach so vorstellen. Als eine Ebene, was sehr, sehr simplifiziert ist, aber ich glaube, für unsere Erklärungszwecke reicht es. Das heißt, das ist der Handpfad im Abschwung. Und jetzt hast du hier den sogenannten Center of Mass des Schlägers, da wo ich den Schläger hier balancieren kann, also hier ungefähr kann ich ihn balancieren. Das ist der
Center of Mass des Schlägers, also der Schwerpunkt des Schlägers. Und das Wichtige ist, wenn ich jetzt schwinge, dass der Schwerpunkt des Schlägers, wenn das jetzt der Handpfad hier ist nochmal, dass der Center of Mass des Schlägers unterhalb des Kraftvektors des Handpfads ist. Also du siehst, das ist nicht auf derselben Schwungbahn im Abschwung und auch nicht hier vorne, das wäre sehr schlecht, sondern es wird im Abschwung so sein, dass dieser Center of Mass, der Schwerpunkt hier, nach hinten gehen wird. Und in Relation zu dem Handpfad ist dieser jetzt unterhalb. Das nennt man Abflachen in der Fachsprache oder im Englischen das Shallowing. Also schaut dann in der Praxis dann so aus, dass das passiert im Prinzip. Ja? Nur mit dem linken Arm schaut das so aus. Und es ist so, das soll idealerweise gleich in der ersten Phase des Abschwungs passiert. Das heißt nicht irgendwann einmal hier unten, jetzt am Schluss, sondern beim Start des Schwungs wird der Schläger idealerweise ein klein wenig abgeflacht. Auch nicht die ganze Zeit übrigens, sondern nur ganz kurz. Es geht darum, dass für einen kurzen Moment eben dieser Schwerpunkt unterhalb des Handpfads ist. Wenn dies passiert ist, dann wird durch das Momentum, das durch die Trägheit entsteht, der Schläger quasi einen Impuls bekommen, dass er dann wieder nach vorne kicken wird. Weil der Center of Mass, also der Schwerpunkt des Schlägers, möchte der Kraftrichtung der Hände folgen. Und die Hände werden nachher nach links und hinauf kurven, das zeige ich dir dann eh später noch genauer. Aber wenn das passiert, dann wird der Schlägerkopf hier rausgeworfen. Das heißt, damit du das ganz einfach verstehst, ist in einem Golfschwung wird zuerst ein klein wenig abgeflacht und dann wird er quasi spät wieder steil gemacht. Ja, und da gibt es, ich weiß, da gibt es auch Übungen und Drills von diversen Kollegen von mir, die ganz gerne sagen, okay, sie lassen diese Phase aus und gehen gleich in diese Phase. Es kommt immer darauf an, wer man ist, ob man da Probleme hat beim Abflachen oder nicht. Aber in der Regel, egal was da jetzt passiert, es sollte passieren. Und du kannst jemand sein, wie Freddy Couples, der hier oben so ist, gekreuzt, der wird im ersten Moment hier abflachen. Du kannst jemand sein wie Sergio Garcia, der schon relativ hier weit hinten ist und dann noch weiter abflacht. Also alles ist möglich im Golf, gibt keine Regeln, aber auf alle Fälle alle guten Golfer werden im ersten Teil ihres Abschwungs gleich oben im Übergang den Center of Mass, den Schwerpunkt des Schlägers, hinter den Handpfad legen. Und das machen sie deswegen, damit sie eben einen Impuls erzeugen, einen Momentum erzeugen für den Abschwung, dass sie mehr Geschwindigkeit und mehr Konstanz bekommen. Denn wenn nämlich der Schlägerkopf jetzt hier hinten ist und die Hände ziehen nachher dann hier hinein, rauf und hinein, dann wird er hier hinausgeworfen, der Schlägerkopf. Und du siehst, dass der Schläger jetzt hier exzessiv beschleunigen kann und auch die Schlagfläche wieder gerade zum Ball kommen kann. Und diese Kräfte, die hier eben dadurch entstehen, können wir für uns nützen, um das ordentlich zu machen. Der Grund, warum ich jetzt hier am Boden knie, ist deswegen, weil ich dir eine zweidimensionale Version der ganzen Sache zeigen möchte. Nämlich nicht nur das Abflachen, sondern auch, was die Hände machen von der Frontalsicht. Und um das ihm vorzuzeigen, werde ich jetzt Folgendes machen. Ich werde einen Ball hierher legen am Boden und den Schläger flach am Boden legen. Und es ist so, wenn du jetzt aufschwingst hier und ich würde jetzt anfangen, den Schläger in diese Richtung zu ziehen, also Richtung Ball hier, ja, dann siehst du hier, dass das Center of Mass hier hinten ist und er folgt quasi der Richtung der Kraft der Hände. Das Griffende geht nach vorne, der Schlägerkopf folgt hinterher. Und das Problem ist, wenn ich jetzt hier angelangt bin, jetzt muss ich eine extreme Muskelkraft verwenden, um jetzt wieder zurück zum Ball zu kommen. Das heißt, ich muss jetzt hier in der Phase sehr viel machen, ich muss mit dem Körper stehen bleiben, muss hier mit den Händen sehr viel einsetzen, um überhaupt den Schläger wieder mit einer guten, mit einer guten Position zum Ball zu bekommen, um Energie zu erzeugen und um auch den Schlägerkopf gerade zu bringen. Das ist nicht der beste Weg. Was die besten Golfer der Welt machen, ist Folgendes. Sie gehen zuerst ein klein wenig in diese Richtung, also hinaus, hier. Dann werden sie hinuntergehen in diese Richtung und hier unten am Boden werden sie so eine kleine Kurve hinauf machen. Das heißt, es wird so hinaufkurven hier. Das heißt, wenn sie hier sind, werden sie zuerst hierher gehen, daher und dann werden sie das machen. Jetzt hast du gesehen, dass der Schlägerkopf super beschleunigt hat
könnt ihr das auch ohne Probleme mit zwei Fingern machen. Mit der Version hier müsst ihr jetzt richtig Handgelenke einsetzen, Kraft einsetzen. Also das ist die beste Art, es zu machen. Ein wenig hinaus in diese Richtung hier, hinunterkurven und dann hinauf. Ich zeige das nur ganz kurz im Stehen, was ich jetzt gerade gemacht habe. Also ich habe zuerst hier ein wenig hinausgeschwungen in diese Richtung hier. Das ist nicht viel, aber ein klein wenig in diese Richtung. Dann bin ich mit den Händen runtergekurvt und ungefähr hier beim rechten Oberschenkel kurven die Hände wieder hinauf. Ja, und das macht dann eben diesen Moment dann, wo der Schlägerkopf dann hier wieder sich quasi mit der Kraftrichtung vereint und dadurch entsteht Geschwindigkeit. Aber gleichzeitig passiert auf dieser Ebene Folgendes, der Schläger flacht ab, die Hände gehen hierher und die Hände kurven nach links hinauf. Und das wirft den Schläger raus und das macht den Schläger square. Und so spielen die besten Golfer der Welt und so erzeugst du passive Kräfte, um hohe Schlägerkopfgeschwindigkeiten zu erreichen und um konstant Golf zu spielen. Kommen wir zur Übung. Der Power Boost Drill ist ein Drill, der dir beibringt, wie das Ganze, was ich dir jetzt gesagt habe, wie du das ordentlich lernst. Und zwar, was du machst, ist, du machst genau das, was Sascha McKenzie gesagt hat. Du nimmst den rechten Arm weg, also deinen hinteren Arm weg und du wirst jetzt hier aufschwingen und dann fühlen, wie der Schläger hierher geht und dann diese Kurve mit den Händen unten nach rauf und links machen. Das heißt, du gehst hierher und schwingst so, ja. Und wenn du das richtig machst, wird es so sein, dass du das spüren wirst und immer besser spüren wirst, wie das richtig geht und wie es optimal ist. Normalerweise, wenn ich Hobbygolfer diese Übung machen lasse, ja, dann schaut das meistens ungefähr so aus. Ja, so ungefähr. Also alle haben das Gefühl, man muss die Hände in einer geraden Linie schwingen. Nein, bitte die Hände kurven nach links. Und wenn ich das mache übrigens, ich habe das ja auch nicht ganz optimal gemacht am Anfang, muss ich zugeben, als ich begonnen habe, diese Übung zu machen, vor einigen Jahren, bin ich drauf gekommen, dass man die Hände viel tiefer links rauskommen lassen muss, als man denkt. Ja. Und wenn man das dann ein bisschen ins Gefühl bekommt hier, dieses hier, hier und nach links kurven, du kannst dann später auch einmal daran denken, dass die Hände ein bisschen hier rausgehen auch. Das ist ein guter Gedanke, das hilft meistens. Wenn du das Gefühl hast, du kriegst es ins Gefühl, dann versuche ich mal den Boden zu treffen. Und dann, wenn du das kannst, würde ich mal versuchen, langsam, ohne Stress, einen Ball zu schlagen. Und du siehst, mir ist das gut gelungen. Das war jetzt nicht selbstverständlich, aber es war unglaublich, wie weit dieser Ball mit dieser kleinen Bewegung, mit dieser kleinen Kraft, die ich verwendet habe, geflogen ist. Ich habe richtig gemerkt, wie hier der Schlägerkopf beschleunigt hat durch diese, ja, durch diese parametrische Acceleration, durch das Kurven der Hände nach links am Schluss. Und ich denke, ich habe den Schläger auch sehr gut abgeflacht, um das zu machen. Und das wäre die Übung, die du immer wieder machen solltest und kannst. Du willst ruhig das mal auch als Probeschwung in deinen Schwung einbauen, vor dem Schlag, dass du das ab und zu machst. Du wirst dann auch merken, dass die rechte Hand einen riesen Faktor hat an der ganzen Sache. Wenn die rechte Hand beginnt, dagegen zu drücken, dann wirst du sehr, sehr große Probleme bekommen, das zu machen. Und das ist das, was viele Golfer machen, dass sie dann, wenn sie hier oben sind, mit der rechten Hand zu aktiv in diese Richtung drücken und nicht diese Entspanntheit haben, wie die Pros oft sagen, dass sie den Schläger ja unterhalb des Handpfads bekommen. Also eine mega Übung, unbedingt trainieren und lass mich bitte unten in den Kommentaren wissen, wie es dir dabei ergeht. Jetzt wäre es an der Zeit, dass du die anderen beiden Videos, die ich gemacht habe, auch ansiehst, damit du dieses gesamte Konzept verstehst. Ich habe es auch als einen angepinnten Kommentar unten verlinkt und in der Beschreibung. Bis dann drüben gleich auf der anderen Seite. Tschüss.